Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Cedebio. Freue mich, dass du wieder einschaltest. Kühlwasser muss komplett ausgetauscht werden. Mal gucken, was wir hinkriegen. Sollten wir hoffentlich ja jetzt wissen, wo das ist. Wir haben 1700 Punkte. Wir müssten mal langsam mal unsere Punkte mal hier ein bisschen einsetzen. Guck mal, hier ist der Gelenkbus. Aha. Hatten wir ja so auch noch nicht. Also ihr seht schon, ne, wir nähern uns langsam. Aber jetzt Kühlwasser ist jetzt natürlich kein Highlight. Bin mal gespannt, wann so die ersten Sachen kommen, wie zum Beispiel eine Wechsel hier die und die Teile aus. So, noch ein Bild. Und ja, Kühlwasser. Das war, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Was du dafür? Kühl, ja, richtig, zur Ablassposition stellen. Und du warst unten drunter. So. Serviceklappe Kühlmittel. Ja, genau. Schade. Achso, man kommt nicht mehr so drunter. Schade. So, wo bist du denn? Kühlwasser war irgendwo versteckt hier. Serviceklappe, Abgas. Was ist denn denn jetzt hier? Wo war denn jetzt? Achso, das ist der Achsheber. Das brauche ich doch gar nicht. Sag ich doch, bin hier oben falsch. da, Kühlwasser. So. Ach ja. So, dann kannst du wieder weg, zurück zur Abstellposition und wir holen uns jetzt das Kühlwasser. Zip. Das Heizöl. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Kühlwasser? Nee. Kühlwasser. Ich weiß, ich könnte den Cheater-Modus wieder benutzen, aber ich mag den nicht. Bevor ich jetzt hier gleich wieder stundenlang rumsuche, kommen wir jetzt hier einfach wahrscheinlich mal schnell mal. Obwohl, warte mal, hatte ich dir gesagt, so Kühlwasser ist ganz normales Wasser? War da nicht was? Nee, oder? Doch. Warte mal, das Wasser reicht hier. So, haben wir das auch. Weg mit dir. Und die nächsten Punkte für uns. Ach, ja, Leute, so ist das. 1820. Der Reifen der Nachlaufachse müssen gewechselt werden. Diet. So, erstmal Sichtprüfung und hier sehen wir schon, ne, die sind durch hier. 30%. Und okay, dann hatten sie wahrscheinlich alle schon. Dann demontieren wir das Ganze. Die Ratsche, dankeschön.
Man kann ja auch Aufgaben überspringen, ne? Aber kostet euch denn Punkte? Achso, ja, Axiba. Kommst du dann einfach daneben, denn ja, dann drückst du da einen anderen Button. So. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg. Weg. Auch nicht mehr. Was gekauft haben. So, dann so, alles muss ran hier. Muss mal gucken, wie ich das denn zukünftig mache, weil ich wollte jetzt halt nicht dauerhaft jetzt zwei Videos am Tag laufen lassen, weil das dann doch ein bisschen zu viel ist. Wahrscheinlich auch für euch zu viel, weil ihr wieder nicht wisst, was ihr gucken sollt. Dann werden wir das dann auch irgendwie zweimal die Woche bringen. So ein bisschen wie Train Station. Aber eine Woche ist jetzt, also einmal eine Woche ist jetzt natürlich zu wenig, weil das ist halt ein Spiel, was halt noch ein bisschen länger dauert, wahrscheinlich als Train Station Renovation. Na, von daher, nur mal gucken, wie wir das dann zukünftig machen. Also die Woche lasse ich jetzt nochmal komplett durchlaufen. Würde ich sagen, außer Sonntags halt, Sonntags ist halt Train Station und ÖPNV News. Aber sonst werde ich versuchen, dass die Woche halt nochmal komplett durchkommt. Aber dann müssen wir uns einen Plan langsam machen. Ich brauche langsam aber sicher einen festen Upload-Plan. Ach ja, der Axi war schon wieder. Ist schön, aktuell habe ich doch ganz schön zu tun mit Omsi, mit mit allem drum und dran, mit Train Station Renovation, Busmechanik Simulator, mit Lotus, mit dem Train Simulator, der jetzt in die Woche auch mal wieder kommt. Ja, lange ist her, aber muss auch sein. Den haben wir ganz schön vernachlässigt, den Train Simulator, schade. Aber wie gesagt, der Start war jetzt wieder voll durch. Jetzt muss ich halt irgendwie gucken, wie ich das Ganze jetzt am besten so einpendel. Vielleicht kommt dann ein Tag so und dann ist das halt so, ne? Hat jeder irgendwie was. Alle Reifen aus dem Bus müssen gewechselt werden. Boah. Das ist zum Beispiel so ein Grund, wo ich jetzt sagen würde, könnte man das jetzt nicht überspringen. Auftrag ablehnen. Ölwechsel des Getriebeöls und Kraftstofffilter des Motors muss gewechselt werden. Toll. Jetzt haben wir, jetzt wollen wir nicht mehr haben. Ja, jetzt kommt er. Nee, also alle, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, auf alle Reifen zu wechseln. Dann lass es nur noch vielleicht ein Gelenkbus gewesen sein oder sowas, weißt du. Schieb den mal ab zu Matsubi, der kann auch Reifen wechseln. Wir können mal gucken, was wir uns jetzt mal so für die Punkte so holen können, upgrade-technisch. Achso, das war ja hier. So war das. Werkzeugslot. Mit 1000 Punkte. Eigentlich schon eine ziemlich geile Sache. Inventar auf 60 Bauteile. Ach, guck mal, 2500 Punkte brauchst du dafür?
Ja, dann lasse ich das lieber. Weil ich will gerne irgendwie mal mehr. So, weißt du, mehr. Wie waren jetzt unsere Aufgaben? Ölwechsel des Getriebeöls. Okay. So, Ölwechsel des Getriebeöls, bitte. Und wir haben das falsche Werkzeug bei, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, warum wir jetzt das Ding dabei haben. So. Hier gibt es auch noch einen kleinen Grafikfehler drin. Ne? Wenn der Gelenkbus hier, also wenn der Doppeldecker hier steht, dann läuft die Flüssigkeit hier so durch. Ne? So mal als Info für Biz Games. So. Das kam wieder zur Abstellposition zurück. Motoröl und einmal dies bitte. So, dann ja, ist der anders? Hier, nee. Ja, ich hab doch Getriebeöl. Ich hab Getriebeöl. Tja, hier muss Getriebeöl eingewechselt werden. Hä? Achso, ich hab Motoröl, ne? Vollidiot. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Meine Güte. Nein, schon wieder Motoröl. Gibt's hier kein Getriebeöl? Hier ist es. Sieht aber auch alle gleich aus, ja. So. Fühle es ein, fühle es ein. Shoot. Und was müssen wir noch machen? Der Kraftstofffilter des Motors muss gewechselt werden. Ah ja, okay. Cheater-Modus erkannt. Ziel gebannt hier. So. Kraftstofffilter. Ich denke jetzt immer an diesen komischen Luftfilter da vorne, weißt du, der da vorne mal hängt. Kraftstoffanlage, so. Ich finde es ein bisschen schade, man müsste dafür dann vielleicht ein paar Punkte Abzug bekommen oder sowas, weil du halt diesen Cheater-Modus benutzt hast. Weil für Leute, die, ich sag mal, sich jetzt damit so ein bisschen jetzt vielleicht auseinandersetzen oder sowas, die kriegen keine Belohnung dafür, dass sie jetzt, ich sag mal, diesen Modus jetzt nicht benutzt haben halt, ne? So, schaut's aus, Ölwechsel, ja, Kraftstofffilter, alles erledigt und tschüss mit dir. Ohne Umwege direkt ins Sprachzentrum. Oh, das dauert ja Ewigkeiten. Ah, was haben wir denn hier? Das klingt aber interessant. Muss überprüft werden. Muss überprüfen, wenn erforderlich. Das Kühlwasserfüllstand muss überprüft werden. Motorölfüllstand. Ja, das hört sich auch schön an. Das klingt nach ein paar Sachen. Sollte man die Folge vielleicht auch noch hinbekommen, ist ja eigentlich das Flüssigkeiten überprüfen. Ja nichts mit Wechseln oder sowas. Ach so, da. Wollte gerade sagen, wo ist mein Bus? Holen wir uns erstmal unseren Wasserkanister. Also, dann. Zip.
Wow, das hätten wir gar nicht machen müssen. Bin irgendwie fest davon ausgegangen, dass wir das auch machen müssen. So. Gerade jetzt auch bei so einer Masse an Aufgaben, ne, da gibt es dann halt auch diese Möglichkeit, dass ihr die praktisch dann so abhaken könnt hier hinten. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel das Kühlwasserfüllstand. Haben wir jetzt. Ja, da könnt ihr euch einen Haken dann setzen. So, den Reifendruck müssen wir mal testen. Da. So. Haben wir. Wo ist denn der Stiepel hin? Haben wir. Haben wir. Haben wir. So, jetzt könnt ihr euch den nächsten. Achso, nur der Vorderachsen. Wir machen gerade viel zu viel. Der Motorölfilter muss überprüft und wenn möglich aufgefüllt werden. So, dann machen wir mal Betriebsmittel. Ja, guck mal hier, der kann auf jeden Fall was rein. Und Kältemittel zur Anschlussposition stellen. Motoröl. Das ist doch falsches Gerät, ne? Das ist doch Quatsch. Oh. So, das haben wir auch abgehakt. So. So, damit haben wir alles fertig. Bußkannenweg. Und die Folge endet damit auch schon wieder, Leute. Ja, so schnell kannst du noch rumgehen hier mit der Zeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Schreibt es in die Kommentare. Mich würde das brennend interessieren. Spielt es jetzt mittlerweile selbst schon oder habt ihr jetzt komplett abgeschworen davon? Sagt da ist gar nicht mehr euer Fall. Jetzt, wo ihr die Folgen jetzt gesehen habt, jetzt hier oder eventuell bei einem anderen YouTuber. Dann ja, schreibt es einfach mal unten rein. Wie gesagt, ich werde jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal hier diese Punkte jetzt hier irgendwie mal hinbekommen und wir vielleicht mal so in die nächste Stufe aufsteigen. Es sind nicht mehr so viele. Also die bis Ende der Woche sollten wir das Ding hier geknackt haben und dann ja, geht es dann hoffentlich ein bisschen spannender weiter. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss Leute, bis dann.